Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum Story Playthrough von Diablo 2 Resurrected. Ich denke, das wird tendenziell die letzte Folge. Wird ein bisschen davon abhängen, wie viel es zu besprechen gibt und wie viel noch zu tun ist. Aber es sieht jetzt so aus, ist doch noch der halbe Akt zu machen. Okay, wir haben jetzt natürlich zugegebenermaßen Heilen der Schmerzen schon erledigt. Also da waren wir schon, das ist die Nilatak-Quest. Den Wegpunkt haben wir jetzt einfach nicht mitgenommen. Aber ja, es kommt jetzt gar nicht mehr so viel. Dann gehen wir zum Kristalldurchgang. Und können hier eigentlich relativ zügig durch. Die Frage ist, wie zügig wir den Ausgang finden. Ich habe zumindest eine ungefähre Ahnung, wo wir grob hin müssen. Wenn die Map nett aufgebaut ist, dann funktioniert es vielleicht auch. Macht ihr schon einen Knick nach oben? Dann könnte es hier nämlich sogar schon richtig sein. Jawohl. So, der Gletscherweg sieht nochmal sehr ähnlich aus, aber hier gibt es halt nichts zu holen. Also es gibt hier mal wieder so eine Goldkiste, so eine Glitzerkiste. Aber die lohnen sich eben in der Regel nicht wirklich. Das da oben könnte auch der Ausgang sein, wenn das komisch geformt ist. Oder hier unten direkt. Gucken wir mal. Glück haben hier unten. Ja, perfekt. Dann haben wir den Gletscherweg schon hinter uns. Sparen uns da auch den Wegpunkt. Auch in der gefrorenen Tundra können wir uns den Wegpunkt total sparen. Das ist nichts, wo wir jemals wieder hinwollen würden. Ich meine, falls wir zufällig über den Wegpunkt stolpern, machen wir das. Dann nehmen wir ihn mit. Aber sonst. Oh, Mana-Trank. Den nehme ich doch gerne mit. So, das Gebiet kommt einem hier schon recht bekannt vor. Es ist sehr ähnlich zum Eishochland und zur, wie hieß es, Ariad-Hochebene. Und ähnlich wie die Ariad-Hochebene gibt es hier nichts zu holen. Also es ist einfach nur ein Gebiet zum Durchlaufen. Keine Story hier. Nur nervige Türen. Und Sachen, die uns am Weiterlaufen hindern. Okay, da ist der Wegpunkt. Dann nehmen wir ihn mit. Und dann sind wir aber mit der Ebene auch schon durch. Räumen hier noch kurz ein bisschen auf. Ich brauche Mana. Die Regenerationstränke sind noch nicht verkehrt. Und dann sind wir am Weg der Urahnen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich... Also normalerweise ist das jetzt so eine Stelle, wo ich den Wegpunkt mitnehmen würde. Ich glaube, hier können wir uns das fast sparen. Wenn wir einfach gut mit Town Portals arbeiten können. Das sollte eigentlich völlig reichen. Ist ganz gut was los. Okay. Macht das hier irgendwo noch ein Schlenker? Jo, das sieht ganz gut aus. Jawohl. Und dann geht's hier auch schon zum Gipfel des Ariad. Und bevor wir da
hochgehen, holen wir uns auf jeden Fall nochmal Tränke, weil der Kampf gegen die Urahnen ist auf normal noch in Ordnung, aber kann schon fordernd sein. Ich glaube, ich möchte mir auch tatsächlich lieber ein paar mehr Heiltränke mitnehmen. Das ist schon okay. Wie viele Town Portal Scrolls haben wir noch? 17, okay, das reicht locker. Dann machen wir hier nochmal einen Town Portal auf. Und ich werde mich als würdig erweisen. Sind jetzt tatsächlich einmal Lautstärke hochdrehen, weil es kommt erstmal Text. Sind jetzt nämlich den Altar des Himmels aktivieren und dann gegen die Urahnen kämpfen. Wir sind die Geister der Gefallenen. Wir wurden auserwählt, den heiligen Berg Arya zu bewachen, in dem der Weltstein ruht. Nur wenige sind würdig, seine Gegenwart zu schauen. Und noch weniger können seinen wahren Zweck begreifen. Bevor ihr hier eintretet, müsst ihr uns besiegen. So. Dann kurz die Lautstärke runter. Okay, keiner Feuerimmun, das ist schon mal schön. Sollte auf normal auch eh nicht der Fall sein. Aber ja, jetzt haben wir hier drei Barbaren quasi, die auch tatsächlich alle mit Barbaren-Skills angreifen. Und die sind meistens gar nicht ohne. Also auf den höheren Schwierigkeitsgraden. Also auf Hölle würde ich sagen, mit Abstand schwerster Bosskampf. Zumindest wenn man alleine kämpft. In der Gruppe ist es ganz gut machbar. So mit zwei, drei Leuten. Okay, Talik scheint auf jeden Fall massig Feuerresistenzen zu haben. Oder bislang einfach den Fallen sehr gut ausgewichen zu sein. Ja, wegwerfen wollte ich den Mana-Trank eigentlich nicht. Nehmen wir gleich mal wieder mit. Zack, so wollte ich das eigentlich machen. Einfach mal wieder den Gürtel vollhauen. So. Und in die Wirbelattacke sollten wir möglichst nicht reinlaufen. So, kann wenigstens Kolik irgendwie mal das Zeitliche segnen? Das wäre okay. Okay, das wird doch langsam. Talle könnte anstrengend werden. Wow, jetzt nicht sterben. Das wäre okay. Na, Burst of Speed ist aus. Deswegen waren wir auf einmal so langsam. Das erklärt einiges. So, den zweiten hätten wir auch erledigt. Wenn ihr Talik übrigens davon abhalten wollt, zu wirbeln, stellt euch irgendwo an eine Wand. Und dann macht er seinen Wirbelangriff nicht mehr. Ich glaube, den können wir jetzt eigentlich ganz easy wegtanken. So viel Schaden macht er an sich nicht, wenn er nicht wirbelt. Ja, es ist slow, aber es funktioniert. Nicht genug Mana.
Ja, das geht. So 80% haben wir. Das wird auf jeden Fall. Kann sein, dass die gleich mit uns sprechen. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich drehe kurz bevor Talik das Zeitliche segnet, gleich nochmal die Lautstärke ein bisschen hoch. Dann haben wir zwar noch ein bisschen lautes Gestöhne mit drin, aber dann haben wir im Zweifelsfall zumindest den Dialog auf einer vernünftigen Lautstärke. Nicht genug Mana. Ihr seid ein Würgehelf. Wir verbessern eure Fertigkeit und gewähren euch Zutritt zum Inneren des Berges Ariad, wo der Weltstein ruht. Vorsicht! Ihr werdet nicht allein sein. Baal, der Herr der Zerstörung, hält sich bereits dort auf. Der Erzengel Tyrael war stets unser Wohltäter, doch nicht einmal er kann uns jetzt helfen. Denn Baal verwehrt Tyrael spiritueller Präsenz den Zutritt zur Kammer. Nur ihr, Sterblicher, habt nun die Macht, Baal zu besiegen. Baal bedroht den Weltstein und damit das Reich der Sterblichen selbst. Ihr müsst ihn aufhalten, bevor er die volle Kontrolle über den Heiligen Stein an sich reißt. Kontrolliert Baal den Stein erst einmal, könnt ihr die Grenzen zwischen dieser Welt und der brennenden Hölle zerschmettern und den Horden der großen Übel so ermöglichen, sich wie eine unaufhaltsame Flut in das Reich der Sterblichen zu ergießen. Falls ihr euch als schwach erweist, könnte dies das Ende der Welt bedeuten, die ihr kennt. Ihr dürft nicht scheitern. Okay, dann erlastet ja jetzt eine große Bürde auf unseren Schultern. Schauen wir mal, die Quest ist abgeschlossen. Wir müssen nur noch Baals Thronsaal finden und dann Baal besiegen. Und jetzt können wir hier nämlich durch in den Weltsteinturm. Und machen das, was wir am besten können. Mit Leuten sprechen und Tränke kaufen. Ich wusste, die Urahnen würden euch für würdig erachten, die Geheimnisse des Berges Ariad zu erfahren. Und nun haltet Baal auf, bevor er alles vernichtet, was heilig ist. Will do. So, was hat der Rest hier noch so zu sagen? Die Urahnen im Kampf zu bezwingen, das ist wahrlich eine Meisterleistung. Das bedeutet hoffentlich, dass ihr zum Kampf mit Baal bereit seid. Ich denke schon. Ihr habt euch vor diesen Menschen als würdig erwiesen. Sie betrachten euch als ihren Krieger, ihren Helden. Dann können wir uns ja selbst auf die Schulter klopfen. Ich bin überzeugt, dass die... Okay, das kennen wir ja. Hat der Rest noch was zum Tratschen eigentlich? Wahrscheinlich nicht mehr, ne? Larsuk ist ein begabter Schmied, aber in seinem Kopf spuken die wunderlichsten Einfälle. Ja, okay. Das kennen wir. Ihr steht als würdiger Held vor mir. Und ihr seid die letzte Hoffnung unseres Volkes. Macht eure Sache gut, Krieger. Das Portal ist noch gar nicht zu. Dazu müssten wir wahrscheinlich das Spiel neu starten. Kann ich euch helfen? Viele Fremde glauben, dass die sagenhaften Geschichten über unsere Vorfahren, die Urahnen... Okay, das kennen wir. Ihr steht als Wir... Das hatten wir auch gerade. Okay. Dann sprechen wir doch nochmal mit Larsuk und dann gucken wir mal. Die Urahnen haben euch geehrt. Und so wollen auch wir es tun. Aber meine Zweifel euch gegenüber sind nicht ausgeräumt. Was? Entschuldigung. Ich reiß mir hier den Arsch auf. Und du so? Nein. Ja... Ihr habt zwar die Belagerung beendet und meine Brüder gerettet und Anya befreit und Nidatak besiegt und euch gegen die Uhr anbewehrt, aber nee, ich glaube euch immer noch nicht. Was für ein Aas. Die Urahnen haben... Okay. Bei unseren Siegesfeiern geht es in der Stadt hoch her. Wir Barbaren trainieren von Kindheit an hart, um Krieger zu werden. Und wir feiern ebenso kompromisslos. Ihr habt wohl nicht zufällig Bier zum Tauschen mitgebracht? Leider nicht.
Und selbst wenn, würde ich es mit dir jetzt nicht mehr tauschen. Pff. Unglaublich. So, wir werden auf jeden Fall zeitnah nochmal den Söldner in Aktion bringen müssen. Weil... nämlich vor Baal noch ein Gegner kommt, den wir ja, quasi besiegen müssen. Und der wird feuerimmun sein. So, im Weltsternturm ist ein bisschen Suchen angesagt. Es ist so ähnlich wie die Katakomben. Ebene 1 und 3 sind da komplett random und auf Ebene 2 kann man zumindest, wenn man den Wegpunkt hat, ungefähr sagen, in welche Richtung der Ausgang ist. Dankenswerterweise ist der Weltsteinturm in der Regel aber deutlich weniger verwinkelt als die Katakomben, sodass man hier deutlich schneller durchkommt. Meistens. Nicht immer. So. Dann sind wir hier in Ebene 2. Den Wegpunkt hier würde ich auch tatsächlich holen. Damit wir wenigstens nochmal irgendeinen Wegpunkt kurz vor Schluss haben, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ah, perfekt, das ist der Wegpunkt und dann... gucken wir mal, wie verschachtelt der Rest ist. Oh, überhaupt nicht. Sehr schön. Das ging zügig. Dann sind wir schon im Weltsteinturm Ebene 3. Wir müssen hier nochmal ein bisschen suchen, wo es in das letzte Gebiet vor dem letzten Kampf runtergeht. Auch da einfach mal das richtige Näschen gehabt. Sehr schön, dann sind wir im Thron der Zerstörung. Wir gucken gleich nochmal, bevor wir Baals Diener töten, ob wir in der Stadt noch neue Dialoge kriegen. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, aber im Zweifelsfall mehr Tränke und wir brauchen auf jeden Fall einen Söldner. Also da kommen wir nicht drum rum, wenn wir Baals Diener besiegen wollen. Der Nachteil, wenn man nur eine Sorte Schaden macht. Da wir unseren Söldner sehr lange nicht mitgenommen haben, wird er jetzt vermutlich auch... Hallo. Ihr wusstet, dass es einmal darauf hinaus... Ich wusste, ich habe was vergessen. Ihr wusstet, dass es einmal darauf hinauslaufen würde. Tötet Baal. Macht dem grausamen Spiel ein Ende. Okay. Ja, edler Krieger. Ihr habt einen Ort jenseits der Legenden besucht. Nun wollt ihr einem Bösen trotzen, das sich die meisten nicht einmal vorstellen können. Seid vorsichtig und möge das Licht über euch wachen. Vielen Dank. Guten Abend. Bedenkt Folgendes. Baal hatte einst von Tal'Rasha Besitz ergriffen, dem mächtigsten der alten Horadrim. Eure Kämpfe mit Mephisto und Diablo verblassen im Vergleich zu eurem Kampf mit Baal. Der Herr der Zerstörung mit dem Wissen von Tal'Rasha als Hilfe. Der Berg selbst wird unter eurem Kräftemessen erbeben. Okay. Guten Abend. Baal versperrt Tyrael den Zugang zur Kammer des Weltsteins? Dann ist dies wahrhaftig ein Kampf gegen die Hölle geworden. Ob es der Wille des Himmels war oder nicht, dies ist nun euer Kampf. Euer Schicksal. Abend. Ich mag nur ein Schmied sein, aber eines weiß ich. Baal hat vor, mit den Geheimnissen in diesem Berg die Welt zu vernichten. Man muss kein Genie sein, um zu wissen, dass man ihn aufhalten muss. Das, ja. Wir holen uns mal einen Söldner. Ach, zwei Söldner sind da, glaube ich, einfach... Wobei, eigentlich ist es völlig egal.
Ich würde die Trotzaura mitnehmen. Ja, Bürger? Beleben dich erstmal wieder. Nehmen dir kurz dein Equipment weg. Aber wenn man den Söldner ersetzt, verschwindet im Zweifelsfall auch das Equipment mit. Von daher, halt, wenn ihr einen Söldner ersetzen wollt, auf jeden Fall immer erst das Equipment ausziehen, sofern ihr es behalten wollt. Tja, und da wir jetzt leider einfach niemanden mit Level 24 haben, der eine Trotzaura hat, nehme ich den mit gesegneter Führung. Ich kann nicht noch mehr tragen. Das ist okay. Danke. Muss auch nicht. Danke. Danke. Gucken gleich nochmal, ob wir dem vielleicht noch was Besseres geben können im fünften Akt. Wobei das waffentechnisch vermutlich nicht geht, aber wie viel Stärke hat er? Also 62 Geschick, 83 Stärke. Okay. Das könnte er auf jeden Fall tragen. Mit Sockeln wäre halt irgendwas schön. Nee, dann behält er das auf jeden Fall. Die Rüstung ist so okay. Helm ist auch in Ordnung. Das bleibt so. Schauen wir mal, wie lange das hält. Nochmal fix Tränke auffüllen. Weil wir wahrscheinlich ihn nochmal laufen werden, sehe ich. Aber schauen wir mal. Tom Portal auf jeden Fall wieder aufmachen. Zur Sicherheit. Gucken wir mal, wie lange der Söldner hier überleben kann. So, sobald Baal anfängt zu lachen. Kann es losgehen mit dem Bosskampf. Genau, und der Dude ist jetzt nämlich feuerimmun. Und dafür brauchen wir definitiv den Söldner. Den Rest kriegen wir vermutlich so hin, es sei denn, eine Bossgruppe spawnt sehr ungünstig. Also es kann sein, dass sie nochmal mit Feuerresistenzen kommen, sollte aber eigentlich nicht. Also die sind ziemlich sicher das sichere Todesurteil für den Söldner, einfach wegen des Giftschadens. Es sei denn, wir fliegen schon fix zurück. Wir sprechen mit Maler, werden das Gift los. Und kümmern uns dann um die nächste Welle an Gegnern. Okay, mit der Blitzverzauberung geht jetzt auch der Söldner dahin. Das ist in Ordnung. Dem Blitzschaden war er nicht gewachsen. Sei ihm gegönnt. Hier ist übrigens auch unser Gedankenschlag extrem praktisch. Ja, und so die Gegner ein bisschen vom Hals halten können. Ja, dass sie sich erstmal mit sich selbst beschäftigen. Stehen. Okay, jetzt bin ich eingekreist, jetzt haben wir ein bisschen gelitten. Aber auch genau deswegen habe ich das Town Portal dann noch, weil wir jetzt einfach sterben werden. Ziemlich sicher. Na, wobei, vielleicht haben wir noch eine Chance hier rauszukommen. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass wir das überleben.
War auch ein bisschen unverdient, glaube ich. Ich brauche Mana. So, jetzt können wir zumindest ein bisschen Hit and Run machen. Kriegen sogar noch ein Level up. So, und vor der nächsten Welle oder mit der nächsten Welle zeige ich euch einmal einen Trick, sogenannte Death Spreads, wenn ihr keine Lust habt, gegen die zu kämpfen, weil die echt anstrengend sein können. Lasst ihr euch einmal hier vorne umhauen, einfach wichtig hier vorne, weil damit ihr später an eure Leiche wiederkommt. Ich werde jetzt nämlich einfach nicht gegen die kämpfen, einfach zu Demonstrationszwecken. Müssen wir gleich im Town Portal noch wieder aufmachen. Und dann gucken wir mal, ist der Hauptdude dabei? Ja, sehr schön. Dann locken wir die nämlich einfach raus. Soweit reicht locker, soweit müssten wir eigentlich gar nicht. Die Leiche können wir jetzt bequem da liegen lassen, die hat ja kein Equipment. Deswegen haben wir halt hier vorne die eine Leiche erzeugt. Die hier, wo wir jetzt unser Equipment wieder haben. Und da die Linien jetzt weg sind, denkt Baal, ah ja, die sind besiegt, na dann gehen wir mal zum finalen Kampf über. Und genau das tun wir jetzt auch. Das kann man theoretisch mit allen Wellen machen, da die ersten drei aber noch relativ easy zu besiegen sind. Macht man das in der Regel maximal mit der vierten und fünften. Da habe ich das gerade auch einfach gemacht, weil es einfach schneller geht, weil wir die nämlich auch durchaus nicht mit dem Gedankenschlag konvertieren können, sondern nur stunnen. Meistens sind sie Feuer, also haben sie hohe Feuerwiderstände und es ist dann, es braucht lange. Ihr wusstet, dass es ein. Okay, da gibt es keine neuen Texte. Dann holen wir uns einfach spaßeshalber nochmal den Söldner wieder, auch wenn der nicht lange überleben wird. Und dann gehen wir rein in die Kammer des Weltsteins. Machen uns hier noch ein Portal for Safety Reasons auf. Und dann ab zur Baal. Und das wird ein bisschen dauern. Dieser Feuerstrahl, nenne ich es einfach mal, mit dem auch vorsichtig sein, der macht nämlich nebenbei Mana-Burn. Das heißt, da kann man schnell sein ganzes Mana verlieren. Der Söldner hat auch gar nicht so Lust, Ball anzugreifen, oder? So, und wenn Ball sich klont, kann das sehr schnell sehr unangenehm werden. Da kann man aber wenn das Town Portal weit genug weg ist, einfach mal in die Stadt gehen. Guten Tag. So 8 Sekunden warten. Also meistens reicht es einfach kurz zu shoppen. Und wenn das Town Portal weit genug von Baal weg war, sollte der Klon jetzt despawned sein. Jawohl. So kann man den Klon ganz einfach loswerden. Ansonsten kann man aber auch den richtigen Baal und den Klon voneinander unterscheiden. Weil das Dämon, was da drunter steht, beim Klon ein bisschen nach links verschoben ist. Das heißt, man kann dann tatsächlich an dem kleinen Schriftzug erkennen, dass der nicht mehr, also weil er nicht mehr ganz mittig ist, welcher der richtige Baal ist und welcher nicht. Abgesehen davon, dass der Baal-Klon auch deutlich mehr Schaden nimmt. So, Hälfte haben wir. Auch hier ist es nochmal ganz angenehm, dass wir unsere Kälteresistenz noch ein bisschen erhöht haben.
Dreiviertel knapp geschafft. Die Fallen haben hier auch noch den Vorteil, dass sie zeitgleich eigentlich die ganzen Tentakel wegräumen, die Baal hin und wieder spawnt. Also, dass man sich hier relativ frei bewegen kann. So, auf den Klon habe ich gar keine Lust, deswegen gehen wir eine Runde laufen. Einmal nach hier hinten. Da muss so ungefähr zwei, so anderthalb bis zwei Screens entfernt sein. Okay, so viele Tränke brauchen wir gar nicht mehr. Das war jetzt einfach nur, weil wir ein bisschen Zeit totschlagen müssen. Kann ich? Danke, Burst of Speed wollte ich nachcasten. Na, wohin? Ah, da kannst du hinten wieder, okay. Okay. Ja, jetzt achtet mal auf den Namen, beziehungsweise ihr seht, das Dämon fängt hier tatsächlich ein bisschen weiter links an. Also es ist, fängt vor dem eigentlichen Baal-Schriftzug an und hier fängt das ungefähr auf gleicher Höhe an. Also daran erkennt man es tatsächlich ganz gut. Den habe ich jetzt auch einfach mitgemacht, weil er mit super wenig Hitpoints gespawnt ist. Das ist dann halt schnell erledigt. Aber wo schnell erledigt? Da geht er hin, der Baal, und droppt nichts Gutes. Leichten Panzerhandschuhe vielleicht. Der Bund des Bösen existiert nicht mehr. Ah, nicht so. So, und dann kommt hier Tyrael angeschwebt, der jetzt hier wieder rein darf. Bevor wir aber mit dem sprechen, würde ich tatsächlich nochmal ganz kurz in der City gucken, ob hier jetzt noch wer neuen Text hat. Okay, wir sollten erst mit Tyrael sprechen, weil sie spoilert schon Sachen. Sei gegrüßt. Ich bin beeindruckt, Sterblicher. Du hast die größte Herausforderung überwunden, die es auf dieser Welt jemals gab, und das letzte der großen Übel besiegt. Aber wir sind zu spät gekommen, um den Weltstein zu retten. Baals zerstörerische Berührung hat ihn vollkommen verdorben. Mit der Zeit wird die Energie des Weltsteins erlöschen, und die Grenzen zwischen den Welten werden einstürzen. Die Mächte der Hölle werden in diese Zuflucht strömen und dein Volk und alles, was ihr aufgebaut habt, vernichten. Daher muss ich den verdorbenen Weltstein vernichten, bevor die Mächte der Hölle Fuß fassen. Diese Tat wird die Welt für immer verändern, mit Folgen, die nicht einmal ich vorhersehen kann. Aber es ist die einzige Möglichkeit, das Überleben der Menschheit zu sichern. Geh jetzt, Sterblicher. Ich habe ein Portal geöffnet, das dich in Sicherheit bringen wird. Möge für das, was du an diesem Tag vollbracht hast, das ewige Licht auf dich und alle deine Nachkommen scheinen. Das Überleben der Menschheit ist dein Verdienst. Mehr als alles andere hast du dir nach diesem endlosen Kampf etwas Ruhe verdient. Okay, und bevor wir uns das Ende der Zerstörung anschauen, gehen wir jetzt tatsächlich nochmal nach Harrogard, sprechen jetzt nochmal mit den Leuten. Hallo. Wenn Tyrael sagt, dass der Weltstein zerstört werden muss, dann ist es so. Wir dürfen nicht zulassen, dass das Böse von Baal obsiegt. Die Welt wird sich verändern, das stimmt. Aber wer sagt, dass es nicht zum Besseren sein wird? Die Welt wird sich auf jeden Fall weiter bewegen. Die Zerstörung des Weltsteins wird unserer Welt nicht gut bekommen. Aber ich will versuchen, unbesorgt zu sein. Immerhin haben wir Krieger wie euch, die für uns und das Licht kämpfen. Lebt wohl. Ich wusste, ihr würdet Baal mit der Zeit besiegen. Ihr habt alles vollbracht, was ihr euch vorgenommen habt. Ich habe fest an euch geglaubt, seit ihr mich in Tristram gerettet habt. Es war eine große Ehre, euch auf eurem Weg zu begleiten.
Der Weltstein wurde von Baal verdorben. Und nun muss Tyrael ihn zerstören. Seid unbesorgt. Was immer vor uns liegen mag, ich vertraue darauf, dass das Licht uns beide leiten wird. Kehrt nun zurück zur Kammer des Weltsteins und geht durch das Portal, das Tyrael für euch geöffnet hat. Machen wir gleich. Ich würde ganz gern noch kurz mit Anja und Lasuk sprechen, oder? Die Zeit sollten wir haben. Ihr habt das Unmögliche vollbracht, edler Held. Dass ihr das letzte der drei großen Übel überwunden habt, ist ein großer Sieg für das Licht. Seltsam, dass ihr sagt, der Weltstein müsse zerstört werden. In den Prophezeiungen steht nichts darüber. Vielleicht wird alles verloren sein, wofür wir gekämpft haben. Oder vielleicht müssen wir nie wieder kämpfen. Wer weiß. Wie diese Geschichte weitergeht, erfahren wir auf jeden Fall in Diablo 3. Mach Tag. Deinen Move. Die Urahnen selbst werden uns um unsere Lieder über euch beneiden. Bitte vergesst uns nicht. Lebt wohl. Lebt wohl. Nun denn. Ich finde, es ist... Ich bin beeindruckt. Okay, das hatten wir. Und dachte, vielleicht kann ich mit ihm noch tratschen, aber ich glaube, er hat dringenderes Business. Ich würde sagen, wir lassen dieses Let's Play enden, wie es angefangen hat, mit einer großartigen Cutscene. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zugucken. Hoffe, ich konnte euch die Story von Diablo 2 etwas näher bringen. Und hoffe, ihr hattet beim Zugucken mindestens genauso viel Spaß wie ich beim Spielen. Und würde mich freuen, wenn wir uns in irgendeinem anderen Projekt oder einem Livestream wiedersehen. Bis dahin, habt eine angenehme Zeit und macht's gut, haut rein. Und tschüss. I'm going to put it in the water. I'm going to put it in the water.